Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Kanal. Leute, heute will ich euch eine Geschichte erzählen, ja. Wie ich das erste Mal zur Schule gegangen bin in Österreich, ja. Ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern, ja. Das werde ich nicht vergessen. Und ja, das will ich euch ein bisschen erzählen. Ja, wann war das ungefähr? Das war ungefähr... Wann bin ich? 2005, 2006 bin ich nach Österreich gekommen, ja, ungefähr. Und da habe ich erstmal irgendwo neben Wien in so einem Flüchtlingsheim gelebt, ja. Da war ich nicht in der Schule oder so, da habe ich gelebt. Da konntest du auch nichts machen, da warst du so eingesperrt dort, ja. Den ganzen Tag warst du drin, hast dort Essen bekommen und hast mit mehreren Familien in einem, weiß nicht, Zimmer gelebt, ja. Das war auch ein bisschen komisch, aber ja, trotzdem besser als nichts. Und ja, da habe ich gelebt. Für, ich weiß nicht wie lange, ein paar Monate. Und da musst du immer warten, ja, bis die dir Bescheid geben, dass du dann irgendwo anders hinziehen kannst, ja. Also die suchen für dich sowas wie Wohnung oder besser gesagt auch ein Flüchtlingsheim, aber wo es besser ist, wo du dein eigenes Zimmer hast und alles, ja. Wo es halt ein bisschen besser ist, die suchen dir das und dann sagen die dir Bescheid, da und da könnt ihr wegziehen, da könnt ihr eure Sachen packen und ihr könnt wegziehen. Und wir haben natürlich auf die gewartet, auf die Antwort von denen, ja. Und irgendwann ist dieser, ich glaube, es war ein Typ oder eine Frau, keine Ahnung, halt zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, ja, wir haben was für euch. Das ist nicht so weit von Graz, ja. Ist nicht so weit von Graz, das ist so ein Dorf. Und ja, wir hätten da einen Platz für euch, ja. Also ihr hättet da eigene Wohnung und könntet dort leben, ist auch so wie ein Flüchtling sein. Und dann meine Mutter hat sich natürlich gefreut und sofort ja gesagt, da kannst du auch noch nachher ja sagen, weil schlimmer kann es nicht als dieses Flüchtlingsheim da werden, ja. Schlimmer geht es eigentlich nicht. Und ja, haben wir zugesagt, alles gepackt. Irgendwann ist der Bus gekommen, hat uns mitgenommen und dann hat er uns dahin gefahren. Und diese Wohnung, was sie uns gegeben haben, war irgendwo oben auf dem Berg, da war nichts. Ja. Da war nur ganz oben ein Berg und da war nur dieses Haus. Und da drin waren immer Flüchtlinge, haben da gelebt. Und wenn du einkaufen wolltest oder so, musstest du nach ganz nach unten gehen. Und da war eine kleine Stadt, nicht so groß. Und ja, da sind wir dann mit dem Bus raufgefahren. Das war sehr, sehr steil oben, ja. Und ja, haben erstmal unsere Sachen eingepackt. Ich war natürlich klein, bin ein bisschen mit meinen Brüdern rausgegangen, um zu schauen, was da gibt überhaupt. Und ich glaube, das war auch Winter, diese Zeit, wo wir da hingezogen sind. Es war Schnee, glaube ich, noch auf diesem Berg. Und ja, habe mich dort ein bisschen umgeschaut, was es da gibt. Gab nicht viel, ja. Es gab nur diesen Berg da. Unten gab es einen Park, glaube ich, sonst nicht viel. Und ja, dann hat es begonnen, ja, alles. Und in diesem Flüchtlingsheim war es auch so, dass man Essen kriegt, ja. In der Früh zum Beispiel gab es Frühstück, musstest runtergehen und dir dein Frühstück holen, Mittagessen und Abend, ja, es war halt so. Da hattest du mir auch nicht viel Geld, dir selber irgendwas zu kaufen, ja. Ich weiß nicht, ob wir da Geld bekommen haben oder nicht, ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, alles dort bekommen zum Essen und so. Und ja, natürlich, irgendwann hat es begonnen, dann mit Schule, dies, das. Muss natürlich auch dort Schule und dann wurde ich dort halt in die Schule angemeldet, ja. Und irgendwann war es soweit, ja, mein erster Schultag in Österreich. Irgendwann, ganz früh musste ich aufstehen und dann musste ich diesen Berg da runtergehen, ja. Und so ein Typ, es war unser Nachbar, glaube ich, hat mir gesagt, wir gehen einfach zusammen. Er war auch neu da oder er war ein paar Tage länger als ich da, glaube ich, ich weiß nicht mehr. Und hat uns dort mitgenommen. Hat mich mit ihm mitgenommen und wir mussten ganz nach unten in der Früh, 6 Uhr oder 7 Uhr, ich weiß nicht mehr, auf so einen Bus warten, auf so eine Station, Leute, da ist kein Mensch, ja. Das ist so wie in diesen Filmen, ja, wo kein Mensch ist und wo du stundenlang auf Bus wartest. Und dann mussten wir da unten stehen, auf dem Bus warten in der Früh, ich war müde, ich hatte gar keine Lust in die Schule dort zu gehen, aber du musst ja in die Schule gehen. Und ja, auf dem Bus haben wir gewartet, dann sind wir eingestiegen und ich weiß nicht, wie lange wir gefahren sind, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ja, wir sind dann in die Schule gefahren. Erster Schultag, ich komme so in... Ihr wisst, wie erster Schultag ist. Als Kind ist es richtig unangenehm, ja. Du kennst niemanden. Ich konnte nicht mal Deutsch, ja. Ich konnte ja damals nicht mal gut Deutsch. Und ich komme so in die Klasse, jeder schaut sich so blöd an, ja. Jeder schaut sich an. Und dann, irgendwann war Pause. Und jeder dieser Schüler ist zu mir gekommen, ja. So, wie heißt du? Woher kommst du? Was machst du hier? Bist du schon lange da? Richtig viele Fragen. Und jeder schaut dich so komisch an, ja, das war für mich unangenehm, ich war sehr jung. Ja, ich weiß nicht, wie alt war ich da. 12, 11, 12, so. Und ja, manche waren natürlich auch frech zu mir, ja. Manche haben ausgelacht und so.
Weil ihr müsst euch vorstellen, ich war da ganz neu in Österreich, konnte kein Deutsch, nichts, ja. Und wo ich jünger war, habe ich mir auch vieles gefallen lassen. Ja. Ich war Kind, ja, da. Ich konnte mich auch nicht wehren, ich wusste nicht, was ich sagen soll und so, weil ich kein Deutsch konnte. Und ja, das war so mein erster Schultag und ich habe nichts verstanden, was die Lehrer geredet haben. Ich habe einfach nur gesessen, habe nur gehofft, wann haben wir aus, ich will endlich nach Hause. Und ja, und am nächsten Tag, ich hatte überhaupt keine Lust, in diese Schule zu gehen. Das war für mich so, überhaupt so. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so auf etwas überhaupt keine Lust habt? Ihr denkt, ihr müsst das machen, aber ihr habt gar keine Lust. So war das für mich. Bin natürlich dorthin gegangen weiterhin. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich war da nicht lange in dieser Schule. Ich glaube, ich war in dieser Schule nicht mal einen Monat, ich weiß gar nicht mehr. Hat mir meine Mutter gesagt, okay, wir haben jetzt eine neue Wohnung, ja, das ist besser. Das ist in Graz, neben Graz. Und da können wir jetzt hinziehen, da werden wir hinziehen. Da habe ich mich so gefreut, ja, dass ich nicht mehr in diese Schule muss. Und ja, dass ich da weg kann. Und ja, dieser Schultag da, der erste Schultag, ich kann genau an mich erinnern, war sehr, sehr unangenehm. Ich hatte gar keine Lust auf diese Schule. Und ich habe auch immer so einen extra Deutschunterricht bekommen, damit ich besser Deutsch lerne und so. Aber ja, ich wollte da weg unbedingt, ja. Und das ist auch wirklich dann so gekommen, ja. Hätte ich nicht erwartet, ich dachte, wir werden sicher dort ein, zwei Jahre leben oder länger vielleicht. Und ja, das war schon sehr, ein Monat, zwei Monate sind wir schon weggezogen. Dann sind wir nach Graz gezogen, wieder in die Schule gehen, aber da war es besser als in diesem Dorf da. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, das war so ein kleiner Dorf. Konntest du gar nichts machen den ganzen Tag, ja, du konntest einfach nur rausgehen, ein bisschen spazieren, das war's. Und das war, und ich sage euch, ich bin so eher Stadtmensch, ja. Ich mag zwar Dorf auch, aber ich bin eher so ein Stadtmensch, ja. Weil in Stadt kann man viel mehr unternehmen und so, ja. Ich mag das, ich mag, wenn viele Menschen draußen unterwegs sind. Wenn so, ja, schöne Stadt, wenn die Lichter leuchten und so, ja, ich mag das. Und dort war nichts, kein Mensch draußen, gar nichts. Und ja, und dann sind wir von da endlich weggezogen und ich war sehr, sehr froh, Leute. Ja. Und ja, das war die Geschichte von meinem ersten Schultag in Österreich. Ja, das war die Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr wollt, werde ich das nächste Mal auch die Geschichte dann weiter erzählen, was in Graz so passiert ist und so, ja. Das war erstmal nur die Geschichte von meinem ersten Schultag und das war auf jeden Fall sehr krass, ja. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat, kommentiert, ja, und teilt es an eure Onkels. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.